Ganz symptomatisch ist die Grotenburg dieser Tage in dunkle, graue Regenwolken gehüllt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga West ist zwar seit dem letzten Spieltag wieder vorhanden, der Blick in die Zukunft des Vereins aber weiter ungewiss. Einer, der das ändern will, ist Tunçer Yılmaz. Der zweite Vorsitzende sieht sich als einen Kandidaten auf die Nachfolge von Präsident Larkis und steht bereits in Kontakt zum Unternehmer Gerald Wagener, der dem Verein möglicherweise finanziell unter die Arme greifen will. Wenn er dann zurücktritt, sondern halt, falls er nicht mehr da ist, würde ich gerne halt auch den ersten Vorsitzenden machen. Wir sind natürlich mit ein paar Kollegen in Gesprächen mit vielen Sponsoren und mit Investoren, wo auch die Anfragen da sind. Ich habe heute auch einen E-Mail-Verkehr mit Herrn Wagener gehabt. Er möchte sich in den nächsten Wochen auch mal mit uns mal in Verbindung setzen, wollte ein paar Unterlagen von uns haben. Und wir sind im Moment halt dabei. Ich würde den Posten gerne übernehmen, wenn auch wirklich drumherum alles passt. Das heißt, dass die finanziellen Möglichkeiten nah sind. Weil ich habe auch keine Lust mehr auf eine Saison, wo wir halt Spielern und alle anderen Leuten was versprechen und wo dann halt zwar eingehalten wird, aber mit Hängen und Brechen halt. Und auf so eine Saison habe ich keine Lust drauf. Da müssen natürlich Zahlen und Fakten auf dem Tisch liegen. Die kritischen Stimmen gegenüber Mustafa Dursun, einem möglichen Hauptsponsor, den Yılmaz mit ins Boot holen will, hat der zweite Vorsitzende wahrgenommen. Den Mustafa Dursun kenne ich seit 2009, 2010. Den habe ich in der Zwangsversteigerung kennengelernt. Da haben wir einen Komplex zusammen gekauft. Das hieß, die eine Hälfte habe ich gekauft, eine Hälfte hat der gekauft. Und so ist dieser Kontakt halt zustande gekommen. Ich habe jetzt auch natürlich in der Presse mal auch gelesen, dass er halt ein paar Insolvenzen hinter sich hat. Ich meine, im Geschäftsleben ist es halt normal. Ne? Man steht auf, man fällt hin und wichtig ist natürlich halt, wenn man oben an der Bergspitze ist, halt auch die Spitze zu behalten und nicht einfach runterzulaufen oder zu fallen. Während Tunçer Yılmaz sich also mit einem möglichen Neuaufbau des KFC Uerdingen befasst, hatte ein Großteil der Spieler am Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Einer davon ist auch Musa Çelik, der noch vor seiner letzten Physioeinheit bei Christian André im Büro vom Vereinsboss Larkis seinen Vertrag auflöste. Sicherlich gibt es da mehrere Gründe und in der Saison ist viel passiert, so wo ich mir jetzt zum Ende der Zeit gedacht habe, auch mit den Fans und mit dem ganzen Umfeld. Wir haben nicht das gezeigt, was wir zeigen sollten, wo ich so sage, jetzt sollte vielleicht Schluss sein und man sollte neuer frischer Wind, vielleicht neue Leute, neue Gesichter hier hinkommen. Und sicherlich ist auch mein beruflicher Aspekt da, spielt eine Rolle und ich bin jetzt Lehrer und kriege vielleicht ab Sommer eine eigene Klasse. Auch wenn Çelik sich nicht als Person aufspielen will, die weise Ratschläge für die Zukunft erteilt, sieht er doch nach 3 Jahren KFC Uerdingen ein gewaltiges Problem rund um die Grotenburg. Hier muss eindeutig mehr Ruhe reinkommen in den Verein. Ne? Wir haben mit Sachen zu kämpfen, wo ich sage, der Fußball steht vielleicht an unterster Stelle. Ne? Und dabei müsste der am oberster Stelle sein. Und hier sind so viele Kleinkriege unterwegs. Ich bin müde langsam, wo ich mir selber sagen muss, so, das muss aufhören. Ne? Da sind Leute, die buttern Geld in den Verein rein, die geben ihre Freizeit dafür auf, dass sie hier beim KFC Uerdingen sein können und werden dafür auch noch niedergemacht. Ne? Und ich denke, so, das ist der falsche Weg. Man muss vielleicht versuchen, mal wieder mit einer neuen, vielleicht einen Schnitt machen, mit einer neuen, jungen, hungrigen Truppe angreifen. Und ich meine, KFC hat Potenzial. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht die letzten Jahre. Nur hier muss endlich mal Ruhe reinkommen und damit mal bestimmte Abläufe im Fußball, wie die eigentlich normal geregelt sind, wieder ablaufen können. Und das war in letzter Zeit nicht so. Und das hat an jedem, glaube ich, genagt. Ob Präsi, ob Spieler, ob Trainer. Man, das hat jeder, glaube ich, auch beobachten können. Die Unsicherheit war sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz zu spüren. Ne? Somit bleibt weiter abzuwarten, ob der Neuaufbau beim KFC Uerdingen nach der Ära Larkis gelingt. Eins ist jedoch gewiss, nächste Saison wird eine vollkommen neue Mannschaft auf dem Platz stehen. Ob in Regionalliga oder Oberliga.